ein kurzes Video in eigener Sache. Wenn ihr mich unterstützen wollt, folgt mir doch gerne auf Instagram, auf TikTok, auf Twitch. Links dazu in der Videobeschreibung oder in der Kanalinfo. Würde mich sehr freuen, wenn ihr mich unterstützt und aktiv seid, denn auf TikTok, Instagram gibt es immer die neuesten Informationen zu meinem Leben, natürlich. Auch zu Spielen, die ich spiele, zu Maps von Fortnite und. Auf Twitch natürlich streame ich diverse Spiele. Diese Infos dazu findet man bei mir auch immer auf TikTok und auf Instagram. Und ja, es wäre schön, wenn ihr mich dabei unterstützt und überall gerne mal ein Follow da lasst. Kostet euch natürlich überhaupt nichts. Wenn euch meine YouTube-Videos gefallen, lasst natürlich auch da gerne immer einen Daumen nach oben da und zeigt es mir, dass es euch gefallen, dass ihr mehr davon wollt. Schreibt mir auch gerne Kommentare. Ich gehe auf jeden Kommentar ein. Und ich würde sagen, wir starten jetzt mit dem Video. Heute spielen wir wieder eine Deathrun-Map und zwar 222 Level Deathrun mit Abbildung eines Controllers. So, was soll ich zur Map sagen? Map gut wie immer in der Videobeschreibung für die, die sich für die Map interessieren sollten. Ansonsten, es soll XP für den Season Pass geben. Wir werden uns anschauen, wie hoch diese sind, ob es sich rendiert, die Map mehrfach zu spielen oder nicht. Wir werden uns anschauen, wie farbenfroh die Map ist, ob sie ja aus ein, zwei Farbschemen besteht, ob sie bunt ist, ob es eine Themenmap ist oder nicht. Wir werden uns anschauen, ob es Secrets gibt mit extra XP. Wir werden uns anschauen, wie schwer die Map ist. Sie soll normalerweise einfach sein. Da lassen wir uns überraschen, ob sie einfach, normal, schwer oder very hard ist. Und ansonsten, Lobby bis jetzt richtig nice, sieht geil aus. Ich würde sagen, ohne lang zu schnacken, Spiel starten. Ich habe dort auch gerade gesehen, der Map-Entwickler hat noch zwei weitere Maps gemacht mit 333 und 444 Leveln, wo es auch wieder XP gibt. Und yo, ich würde sagen, wir rennen los. Für die Checkpoints gibt es keine XP, aber ich sehe gerade Level Complete 3 von 20 Spielzeit. Dafür wird es dann wohl die XP geben. So, 222 Level, wir sind bei Level 8. Sind wir ja voll im Höhere weit. Sprinten kann man, habe ich gerade gesehen. Das heißt, man kann bestimmt auch klettern. Okay, 10 Level grün, jetzt kommt blau. Na, da bin ich doch mal gespannt. Ob das so bleibt, dass sich das alle 10 Level farblich verändert oder nicht. Ich hoffe nur, es kommen keine Kopfschmerzfarben. So, einmal rüber, nochmal rüber, einmal ausgelöst und einmal rüber. Nice, nice. So, 20 Level Complete, 2400 EP. Ist schon recht chillig. Da war eine Falle versteckt. Das wären ungefähr, ich sag, geh jetzt mal von. Boah, von wie viel geht man aus? Ich will ja nicht komplett von 2400 noch was ausgehen, denn ich glaube nicht, dass es die dauerhaft durchgehend gibt für alle 20 Level. Gehen wir mal von 2300 aus. Wären bei 100 Leveln. 20, 40, naja, so knapp 40, 45.000 EP müsste es geben. Ist eigentlich schon, ja, eine gute Anzahl an XP. Jetzt habe ich gar nicht drauf geachtet, wie sich die Farben verändern. Ist ja auch egal. Farblich ist sie, sie unterscheidet sich. Also, die Level unterscheiden sich. Aber ich denke mal, da Fortnite nicht so viele Farben hat. Jetzt muss ich mal überlegen. Ich habe zwei Checkpoints ausgelassen, kann das sein? Ich habe einmal 20 und 6
und jetzt Level Complete 16 und einmal 20 sind 36. Wieso bin ich hier bei 38? Hab ich ernsthaft Checkpoints ausgelassen? Ich bin gestorben. Boah, lecko mio. In diese Richtung muss ich. Hä? Ich bin verwirrt. Hab ich ernsthaft Checkpoints ausgelassen? Ja, wo? Ich bin gerade minimal verwirrt. Aber ist ja egal. Was Wichtiges? Nein. Discord-Nachrichten sind mir gerade egal in den Aufnahmen. Allerdings muss ich den Ton vom Handy leider anlassen. Denn ihr wisst ja, meine Kinder und so, wenn da was ist, dann pausiere ich die Aufnahme und kümmere mich erstmal darum. Für alle, die Kinder haben, wissen, Kinder gehen vor. So. Ich bin trotzdem minimal verwirrt wegen den Checkpoints gerade. Oh, hier klettern wir. Ich wollte rüberklettern. Ihr habt's gesehen. Elwo ist abgerutscht. So, genau. Irgendjemand hat das dort eingefettet. Map Creators gegen GNU Old. Der Name sagt mir tatsächlich gar nichts. Tot. Ich glaube, das ist die erste Map überhaupt, die wir von diesem Creator spielen. Hä? Wo geht's denn lang? Ach, darum! Oh. Ach, come on! Why? Schon wieder! Ich krieg diesen... Ich krieg die Bounce-Platte einfach nicht! Hä? Was? Was war das denn? Okay, noch einmal. So. Der bounce zu weit weg. Der bounce zu weit, das ist... Hä? Wie? Scheiße, ich wollte austricksen. Checkpoint, ich hab's geschafft. Wir haben's nach dem 100. Tode geschafft. Yay! Wow, das war knapp. Oh nein. Geschafft. Okay, hier kann man tatsächlich tricksen, indem man, wenn man Speed hat. Einmal ein bisschen Speed nehmen und Tschüssikowski, fertig. Und das war gerade mies. Jo. Nein, ich weiß nicht, ob wir von dem Creator schon mal jemals eine Map gespielt haben. Ich glaube nicht. Alter, Alter, was war denn das? So. Ah, da oben ist was. Ui. 7000? Kann es sein, dass das hier immer mehr wird irgendwie? Weil wenn ja, ist das ja mal richtig chillig. Wenn das tatsächlich immer mehr wird, waha. Dann ist das ja eine richtige Level-Up-Map hier. Hättest du dir so gedacht, ne? Nein, nein, nein!
Das ist vor allem noch ein einfaches Wurm. Auch wenn dieses Giftgrün hier tatsächlich für Augenkrebs sorgt. Ist halt so, ja. Oh, wir sind gerade mal bei Level 71. Ich brauche schon Kaffee. So. Schaffe ich nicht tot. Schaffe ich. Lebe. Ich hab die Falle nicht gesehen. Oh, wie doof. Ach, come on. Why, Mensch. Ey, aber jetzt ist mal genug. Das ist übrigens Map-Version 50. Die ist bestimmt schon das ein oder andere Mal überarbeitet worden. Ach, ich und meine Verhasstbar beim Sprechen. Yay. So, hier machen wir einmal diesen. Hier machen wir einen. Da war eine Falle. LOL. Die ist ja kackendreist versteckt. Boah, die war echt kackendreist versteckt, muss ich sagen. Nein, sterbe. Ey, Level, was, 81 und schon 100.000 fünfmal gestorben. Hab's geschafft. Jackpot nicht vergessen. 9.000. EP. Wisst ihr Bescheid, ne? Also die Map lohnt sich definitiv. Und das nicht nur einmal, sondern es lohnt sich die Map tatsächlich mehrfach zu spielen. Also, ja, die kann ich euch tatsächlich nur empfehlen. Okay, sowas hier ist ja noch recht chillig und einfach. Wenn man nicht sterben würde. Sonst sterbe ich doch bei solchen Fallen nie. Warum jetzt auf einmal? Die Deckenfallen sind doch mein Kryptonit. So. Ach, come on. Ernsthaft? Nein. Oh, Schwein gehabt. Okay. Super. So, das haben wir auch hinter uns. So. Ich habe die Falle gesehen. Das ist mies. Das ist tatsächlich mies. So, wir haben es aber gemeistert. Okay, so langsam glaube ich nicht mehr, dass die Map nur einfach sein sollte. Die soll echt einfach sein. Die kommt mir schon so langsam wie mittelmäßig rüber. Huch! Und das, wir sind gerade mal bei Level 100. Wisst ihr Bescheid, ne?
Ich bin trotzdem der Meinung, wir haben irgendwo zwei Checkpoints ausgelassen. So, wieder 7000 EP bekommen. Nice, nice. Nö, hier rennen wir mal. Sneaky, sneaky. Nein, was mache ich denn? Boah, das war knapp. Das war auch knapp. Okay, die Map ist definitiv nicht einfach. Die Map läuft definitiv auf Mittel. Das sind ja noch einfache Sachen hier. Yo. Tot. Weil man da wieder abrutscht. Ich mag das nicht. So. Oh, hier das gleiche Spiel nochmal. Warum die Decken, die Seitenfallen auch nicht auslösen, keine Ahnung. So. Keine Deckenfalle, okay. Jo, die Map läuft definitiv nicht auf einfach, sondern auf mittlerer Schwierigkeitsstufe. Ist also nichts für Anfänger. So. Da unten hat man im Übrigen gesehen, dass ein Feind versteckt. Hier bin ich mir nicht ganz sicher. Das war mir gefühlt arschklar. Okay, die ersten 15 Minuten Spielzeit rum. 23.000 EP. Ist ordentlich. Das ist eine ordentliche Menge, muss ich sagen. Okay, das ist wieder eine Falle, die nicht auslöst, weil da was drauf gebaut ist. Das haben wir ja schon bei... Was war das? Das hatten wir schon bei anderen Maps, wenn bei ja, manchen Maps Fallen was drauf gebaut ist, dass die nicht richtig auslösen. Klar, Falle dann kaputt und so weiter. Da müsste man sich aber was anderes einfallen lassen. Eine fliegende Plattform wäre da besser gewesen, denke ich mal. So, den Sprung haben wir auch gemeistert. Den haben wir nicht gemeistert. So. Einmal so. Und so. Giftfalle wie immer an die Ecke stellen, da passiert nichts. Außer dass noch weitere Giftfallen. Ja, nee, no. Oh nein. Ab wann lösten die aus? Ab hier, glaube. Yo. Haben wir geschafft. Wir sind bei Level 138. Nun ja, haben wir es ja fast hinter uns hier. So. Wieder 7000 EP bekommen. Nice, nice, nice. Ach, im Übrigen, ich hatte ein Level Up vorhin. Nice, geil. Ist ja mal richtig chillig. Mami, was war das? Ah, okay, ich verstehe. Why?
Warum muss man sowas einbauen? Das war ja mal richtig mies gerade. Okay. So, erstmal einen Schluck Kaffee genommen und jetzt schaffen wir es. Da war ein Loch. Okay, wir merken uns das Loch nach der dritten, zweiten, fünften, siebten Kurve. Yay, tot. Ich habe den Checkpoint mitgenommen. Ja, sehr schön. So. Okay, also Sprünge gibt es hier. Einige sind leicht, einige sind zu Mittelmaß. Ich kann immer noch nicht einordnen, unter was die Map fällt, ob einfach oder schwer. Beziehungsweise einfach oder medium. Hört sich an, wie als ob ich hier auf Fleisch hoffe. Nein, aber ich kann die Sprünge noch nicht so richtig einordnen. Also einige sind wirklich leicht. Einige sind so im Mittelmaß von der Schwierigkeitsstufe. Also, ich würde halt wirklich sagen, das ist so, ja, ein Mittelding zwischen einfach und mittelschwer. Und jeder, der meinen Kanal verfolgt, weiß, ich habe schon diverse Maps gespielt. Also, ich bin da schon mittlerweile fast ein Profi drin. Hallo? Hoch! Das war gerade richtig mies. Ich habe die Falle noch gesehen. Ich würde tatsächlich dazu tendieren, dass die Falle, die Fallen, dass die Map so ein Mittelding ist. Ui, das war knapp. Genau. Ich achte auch schon gar nicht mal mehr auf die Farben, ob die Map einheitlich ist oder nicht. Wie auch bei den ganzen Sprüngen hier. Ach du Heimatland. Ja, ne, hier gehe ich oben lang. Und hier auch. So, wir warten kurz. Trick 17, yay! Trick 21, yay! So. Ganz normal hochrennen, das ist chillig. Nein! Das war mir gefühlt arschklar, dass da Fallen sind. Leid, wenn ich die meiste Zeit so nach unten gucke, aber ich muss halt sehen, wo ich hinspringe. Oh Mann. Aber ich denke mal, ihr kennt das. Hui! Oh Gott, was ist das? Ich hab's geschafft. Alter, ernsthaft?
Wir haben es geschafft. Auf Anhieb. Geil. Super, Ike. Das mit dem Jetpack. Aber nicht geschafft. Haben wir geschafft auf Anhieb. Aber hier so ein kacke einfachen Sprung. Ja, okay. Ich sag nichts dazu, ne? Süßchen. Oh nein. Okay. Rutschen. Rechts ist die Tür. Das war eine knappe Sache. Miau. Was ist das? Hä? Mami. Hilfe. Hallo? Okay, das war nice. Das war tatsächlich richtig entspannt gerade. Es fuchst mich immer noch, dass ich zwei Checkpoints irgendwo ausgelassen habe. Mann, das sind wieder 7000 EP, die verloren gehen. Naja, kann man nichts machen. Ich will euch ja die Map zeigen. Ihr könnt es besser machen und alle Checkpoints einsammeln. Habe ich es eigentlich schon mal erwähnt? Wenn ihr die Map spielen wollt, Mapcode in der Videobeschreibung. Ja, ich habe es. Okay. Noch mehr. Okay. Wenn das... nein! Scheiße, ich wollte mich noch nach oben ziehen. Okay, wie viel Schuss hat das Ding? 10. Alter, war das gerade knapp. Holy moly. Da oben ist es. Ha, geschafft. Geil. Okay, jetzt erkenne ich auch wieder die Farbenfrohheit an diesem Spiel. Okay. Oh, dieses Geräusch. Von dem Schwert. Oh nein. Das ist penetrant. Okay. Okay, wartet mal. So. Sicher ist sicher. Ich habe immer noch dieses Schwertgeräusch. Geht das auch wieder weg? Bitte, denn das nervt gerade richtig hart im Ohr. Boah, ich will jetzt auch nicht sterben. Und deswegen... Alter, wenn das Geräusch weiter bleibt, springe ich gleich freiwillig in den Tod. Ui! Hilfe! Was geschieht hier? Okay, Moment. Ich muss es machen. Mir geht das Geräusch so auf den Piss gerade. Es ist weg. So, wir sind aber am Ziel angekommen. Bonus XP gibt es. 36.000, yay, geil. Jo, was soll ich sagen? Map fällt für mich nicht unter einfach, sondern unter Mittel, tatsächlich. Sie ist aber abwechslungsreich, sie macht Spaß. Es gibt sau viel XP, habe ich mitbekommen. Also, ich kann die Map für XP nur weiterempfehlen. Für den Spielspaß, naja, für die, die es gewohnt sind, solche Maps zu spielen, kann ich es weiterempfehlen. Für Anfänger ist sie nichts.
Farbenfroh habe ich nicht wirklich drauf geachtet. Nur jetzt gegen Ende, wo es so grün wurde. Und da muss ich sagen, ja, es ist Farbenfrohheit gegeben, wenn ich jetzt danach gehe. Ansonsten, yo. Schade, dass ich irgendwie da einen Checkpoint vergessen habe. Oder weil jetzt ist es irgendwie auf 0 von 20. Naja, egal. Spielzeit tatsächlich gibt auch noch mal massig XP. Ich werde auch gleich die 2 Minuten noch hier abwarten und die auch noch abholen. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, zeigt es mir mit einem Daumen nach oben. Schreibt mir Kommentare. Und wenn ihr die Map spielen wollt, Mapcode in der Videobeschreibung. Und ansonsten bleibt mir nicht mehr viel zu sagen, außer dass ich euch noch einen wunderschönen Tag wünsche. Rockstar, Dancer, Killer, Drop, I love it.